85% der Spekulanten verlieren über einen Zeitraum von 6 Monaten Geld und überhaupt nur 1% der Spekulanten schafft es über mehr als ein Jahr den Markt zu schlagen. Und es gibt auch noch eine andere Studie, die zeigt, dass Stockpicking und Market Timing gemeinsam weniger als 7% des Anlageerfolges ausmachen. Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast. Mit Julia Kistner. Sehr geehrter Herr Professor Frühwirth, nochmal vielen Dank, dass Sie zu Gast bei der Geldmeisterin sind und alles Gute fürs neue Jahr noch. Ja, Ihnen auch, danke. Würden Sie sich kurz unseren Hörerinnen vorstellen, vor allen Dingen auch welche Forschungsschwerpunkte Sie auf der WU Wien haben? Ich bin Professor am Institut for Finance, Banking und Insurance der Wirtschaftsuniversität Wien. Und meine Forschungsschwerpunkte, muss man sagen, die haben sich, so wie auch die Finanzwirtschaft, in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt. Begonnen habe ich mit Themen der Anleihenbewertung. Dabei habe ich mich zum Beispiel beschäftigt mit Fragen des Zinsänderungsrisikos, des Kreditrisikos und auch mit der Bewertung von Kapitalmarktflotern. Dann hat es Personaländerungen an unserem Institut gegeben und dann bin ich eher in die Richtung betriebliche Finanzierung gegangen. Da habe ich dann unter anderem auch den Einfluss von fiktiver Eigenkapitalverzinsung auf die Kapitalstruktur und auf den Unternehmenswert analysiert. Und nach einer Gastprofessur an der Harvard University habe ich mich dann in den letzten 15 Jahren verstärkt den Themen Behavioral Finance und Behavioral Corporate Finance gewidmet. Ach, sehr spannend, ja. Und was sind denn die Grundsätze der verhaltensorientierten Finanztheorie? Naja, die verhaltensorientierte Finanzierung, also die Behavioral Finance, arbeitet an der Schnittstelle zwischen Finanzwirtschaft und Psychologie. Sie untersucht vor allem, wie sich irrationales Verhalten, meist durch die Anleger oder durch die Anlegerinnen, auswirkt auf die Preise der Wertpapiere am Kapitalmarkt. Mhm. Im Gegensatz zur Standard Finance geht die Behavioral Finance von der Annahme des 100%ig rationalen Homo economicus ab. Okay, also das heißt, Sie behandeln vor allen Dingen typische Anlagefehler und tun die auch wiederum bei der Bewertung von der Kapitalmärkte einbeziehen. Genau, also die Behavioral Finance schaut sich an, welche Fehler machen die Menschen. Das kommt sehr stark aus der Psychologie natürlich. Ja. Und das Spannende ist natürlich dann auch, was hat das für Auswirkungen generell auf den Kapitalmarkt? Weil es gibt natürlich schon Leute aus der Finanzwirtschaft, die sagen, diese Fehler, die mitteln sich eh aus. Ja? Wenn der eine zu optimistisch ist und der andere Trader zu pessimistisch, dann passen die Preise im Durchschnitt. Mhm. Aber aus den Gründen, über die wir dann später auch noch sprechen werden, ist es eben so, dass sehr oft diese Fehler korreliert sind. Das heißt, es sind dann viele Leute optimistisch oder viele Leute pessimistisch und dann stimmt dieses Argument aus der Standard Finance einfach nicht, dass sich das wieder rausmittelt. Und man sieht dann diese psychologischen Fehler sehr wohl in den Preisen. Also dann gehen wir vielleicht mal auf die einzelnen typischen Anlagefehler ein. Und Sie haben einen schon angesprochen, was wahrscheinlich gerade auch der Fall ist, dieses Overconfidence. Ist es derzeit ein Massenphänomen an den Börsen? Beziehungsweise woran erkennt man das, dass da eine Overconfidence besteht? Naja, also ich würde nicht sagen, dass Overconfidence im Moment besonders stark ist. Mhm. Ich habe mir das angeschaut, auch vor unserem Telefonat. Ja. Man kann ja die Overconfidence in mehrere Richtungen interpretieren. Wenn man die Overconfidence als Überoptimismus interpretiert, dann muss man sagen, kann man derzeit eigentlich nur eine leichte Overconfidence sehen. Mhm. Ich habe mir den sogenannten Greed and Fear Index von CNN angeschaut. Ja. Und der Stand am 31. Dezember war 61%. Und das ist ein bisschen über dem historischen Durchschnitt, ja, also leichte Overconfidence. Und auch der VIX, das ist der Volatility Index, den man oft interpretiert als Angstindikator, der hat derzeit einen Stand von ungefähr 17 und das ist auch in etwa ein langfristiger Normalwert und nicht irgendwie so, dass die Leute sorglos geworden sind. Mhm. Also von dieser Seite sehe ich jetzt einmal keinen Überoptimismus. Allerdings muss man sagen, der Begriff Overconfidence beinhaltet auch noch eine zweite Facette, nämlich die Selbstüberschätzung. Ja. Und Selbstüberschätzung, muss man sagen, kommt an der Börse grundsätzlich schon sehr häufig vor. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, es gibt wissenschaftliche Arbeiten, die zeigen schon seit den 1960er Jahren, dass langfristig gesehen die passiven Anlagestrategien die aktiven Strategien schlagen. Ja. Und das deckt sich auch mit den Ergebnissen von mehreren internationalen Studien, die zeigen, dass Spekulanten, die sogenannten Daytrader,
dass die einen relativ geringen Erfolg haben. Ja, 85% der Spekulanten verlieren über einen Zeitraum von 6 Monaten Geld und überhaupt nur 1% der Spekulanten schafft es, über mehr als ein Jahr den Markt zu schlagen. Und es gibt auch noch eine andere Studie, die zeigt aus dem Jahr 1986, die zeigt, dass Stockpicking und Market Timing gemeinsam weniger als 7% des Anlageerfolges ausmachen. Die restlichen 93%, das ist rein die Asset Allocation, also der Anlagemix. Trotzdem investieren die Anleger und Anlegerinnen sehr aktiv. Sie diversifizieren zu wenig. Sie verwenden viel Zeit für Market-Timing-Überlegungen. Soll ich jetzt kaufen oder erst in einer Woche oder ist es eh schon zu spät? Und das liegt einfach daran, dass die Menschen zu sehr an ihre Market-Timing und an ihre Stock-Picking-Fähigkeiten glauben. Sollte man das vor allen Dingen den Neo-Aktionären mitgeben oder hat man das eigentlich nicht wissenschaftlich untermauert, dass vielleicht die Neo-Aktionäre dann zur Selbstüberschätzung noch ein bisschen mehr neigen, die jetzt dazugekommen sind und nur den Weg nach oben bisher an der Börse kennen? Naja, das ist recht spannend. Ich würde grundsätzlich nicht sagen, dass die Neo-Aktionäre besonders anfällig für Selbstüberschätzung sind. Und zwar aus folgendem Grund. Selbstüberschätzung kommt von der sogenannten selbstwertdienlichen Ursachenzuschreibung. Das heißt, dass jeder Mensch im Leben sowohl positive als auch negative Ereignisse hat. Und diese Ereignisse, die interpretiert man dann so, dass sie möglichst den Selbstwert hochhalten. Ja, das heißt, die Gründe für die positiven Ereignisse, die sieht man in einem selbst und die Gründe für die negativen Ereignisse, da nimmt man exogene Faktoren wahr. Ja, diese exogenen Faktoren, das können sein andere Menschen, Ungerechtigkeiten oder einfach Pech. Ja. Wenn wir uns das anschauen am Beispiel eines Traders, ja, der würde sagen, seine gelungenen Trades, die beruhen einfach auf seinem guten Gespür und auf der richtigen Bewertung aufgrund seines hohen Fachwissens. Und die Trades, die nicht so gut gelungen sind, da sagt er, das war einfach Pech. Das war etwas, das er nicht vorhersehen konnte oder das man nicht vorhersehen konnte oder durch Insider-Trading, durch andere. Okay. Und auf diese Art kommt es dann im Zeitablauf während des Lebens oder während der Trading-Karriere kommt es zu einer sogenannten gelernten Selbstüberschätzung. Das heißt, mit jedem positiven Ereignis im Leben wächst sogar die Selbstüberschätzung noch. Und die Gefahr haben wir auch natürlich bei der Geldanlage, dass die Trader mit jedem erfolgreichen Trade sich noch mehr selbst überschätzen und die negativen Trades, da kommen sie aber nicht auf die Idee, dass sie da vielleicht Fehler gemacht haben, sondern da gibt es dann wie gesagt exogene Gründe und so wird man eher noch zuversichtlicher. Und das spricht eher sogar dafür, dass die erfahrenen Trader sich stärker selbst überschätzen als die Neo-Aktionäre. Was sind denn außer Overconfidence noch typische Anlagefehler, die man begeht? Ja, also mir fällt zum Beispiel ein der Extrapolationsfehler. Der ist einer, den man oft macht. Was heißt das? Das heißt, man kauft ein Wertpapier, zum Beispiel eine Aktie, vor allem deswegen, weil der Kurs in der Vergangenheit gestiegen ist und weil man davon ausgeht, dass der Kurs auch in Zukunft noch weiter steigen wird. Das heißt, man denkt sich, der Kurs ist im Steigen, ja. In Wirklichkeit muss man sagen, der Kurs ist gestiegen. Das ist das Einzige, was wir wissen. Ja, wir wissen ja nicht, ob es weiter nach oben geht. Und genauso umgekehrt verkauft man Wertpapier deswegen, weil der Kurs gesunken ist und weil man davon ausgeht, dass der Kurs auch in Zukunft noch weiter sinken wird. Man denkt sich, der Kurs ist im Fallen, statt der Kurs ist gefallen. Okay. Und wenn man die zwei Dinge zusammenfügt, dann kommt das passt überhaupt nicht zusammen. Ja? Das ist ein ziemlich ungewöhnliches Verhalten, weil man kauft dann tendenziell teuer und man verkauft zu einem geringen Kurs. Ja. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man in Wirklichkeit haben möchte. Und wie kann man das unterbinden, indem man besser die Märkte, Kapitalmärkte beobachtet oder sich auch intensiver damit beschäftigt? Oder wie kann man sowas verhindern, so eine Emotion? Naja, die theoretische Antwort wäre natürlich, man müsste versuchen, wenn wir von Aktien sprechen, die Aktien zu bewerten, fair zu bewerten mit Discounted Cashflow oder mit Dividendendiskontierungsmodell. Und man sollte in Wirklichkeit eben nicht kaufen, weil die Aktie gestiegen ist oder verkaufen, weil die Aktie gesunken ist, sondern man sollte dann kaufen, wenn ein Wertpapier unterbewertet ist, beziehungsweise sollte man dann verkaufen, wenn ein Wertpapier überbewertet ist. Ja? Mhm. Das heißt, man sollte vergleichen den aktuellen Kurs an der Börse mit dem Fundamentalwert, den man sich ausrechnet, der natürlich wieder auf Annahmen beruht. Aber das ist noch immer besser, als einfach zu sagen, ich extrapoliere die Entwicklung der Vergangenheit in die Zukunft.
Aber da bin ich auch wieder bei einem Anlagefehler, den man gerne macht. Man setzt zum Beispiel Kursgewinnsteigerung gleich, dass man da schon viel gewonnen hat und verkauft es, obwohl es eigentlich gar keinen Grund gibt, dass das nicht weiter steigt. Auf der anderen Seite achtet man zu wenig auf die Begrenzung der Verluste. Wie kann man denn da praktisch psychologisch besser vorgehen? Also Sie haben völlig recht, ja, das Phänomen, das Sie ansprechen, das nennt man den Dispositionseffekt. Mhm. Und dieser Dispositionseffekt sagt einfach, dass man sogenannte Gewinneraktien, das heißt Aktien, bei denen der aktuelle Kurs über dem Einstiegskurs liegt, dass man die tendenziell zu früh verkauft. Und der Grund dafür ist, dass man einfach risikoscheu ist. Und umgekehrt behält man aber die Verliereraktien, das heißt Aktien, bei denen der aktuelle Kurs niedriger ist als der Einstiegskurs, die behält man eher zu lange. Ja. Und da ist der Hintergrund, dass der Mensch verlustavers ist. Ja, das heißt, wir leiden sehr stark unter den Verlusten. Wenn wir 10 Euro verlieren, dann tut uns das mehr weh, als wir uns freuen, wenn wir 10 Euro gewinnen. Ja. Und deswegen wollen wir diesen schmerzhaften Verlust einfach nicht realisieren. Und deswegen wird man im Verlustbereich risikofreudig. Und man hofft einfach, dass man, wenn man drin bleibt in der Aktie, dass man vielleicht noch die Chance hat, durch einen Kursanstieg wieder aus diesem schmerzhaften Verlustbereich herauszukommen. Das ist einmal sozusagen der Fehler. Und wenn Sie wollen, kann ich Ihnen noch erzählen, ein paar Tipps, die ich immer gebe in meinen Vorträgen. Im Grunde sind es ja psychologische Tricks. Mhm. Ja, das ist ja etwas, was sozusagen viel auch unterbewusst passiert. Man muss einfach schauen, auch bei Verkaufsentscheidungen muss man sich angewöhnen, dass man nicht in die Vergangenheit schaut, sondern in die Zukunft. Mhm. Und man kann sich eine Art Checkliste machen mit ein paar entscheidenden Fragen, wie zum Beispiel, ist das Wertpapier grundsätzlich gesund, ja oder nein? Ist die Branche zukunftsträchtig, ja oder nein? Ist das Unternehmen zukunftsträchtig? Das sind viel bessere Entscheidungskriterien und Entscheidungsgrundlagen, als wenn man einfach nur schaut, wie viel habe ich damals bezahlt und was ist heute der Kurs? Ja, bin ich im Gewinnbereich oder im Verlustbereich? Das wäre mal ein Tipp. Damit auch zusammenhängend, man muss sich wirklich aktiv bemühen, dass man bewusst nicht auf den historischen Einstiegskurs schaut. Ja, sobald man sieht, dass man argumentiert, jetzt ist der Kurs so und so viel höher oder niedriger, als was ich damals bezahlt habe, weiß man eigentlich schon, dass man auf der falschen Fährte ist. Und ich habe das selber auch erlebt, da habe ich ein Gespräch mit einer Beraterin gehabt und die hat mir empfohlen, dass ich Aktien verkaufe, mit denen ich einen Gewinn gemacht habe. Und da habe ich schon gewusst, okay, das geht in die falsche Richtung. Ja, entscheidend ist nicht, ob ich jetzt einen Gewinn gemacht habe im Vergleich zum Kaufpreis, sondern ich habe sie dann gefragt, wenn Sie die Vergangenheit, also den Einstiegskurs, wenn Sie den außer Acht lassen, würden Sie mir dann auch empfehlen zu verkaufen? Mhm. Und dann war die Antwort nein, dann nicht. Ja, und dann habe ich gewusst, okay, das Argument zu verkaufen ist einmal kein rationales. Mhm. Ja, man muss eine zukunftsorientierte Sichtweise haben und nicht einfach nur verglichen mit dem Einstiegspreis. Das wäre ein zweiter Trick. Und ein dritter Trick wäre, dass man wirklich schaut, dass man die Stabilität seiner Entscheidungen untersucht. Ja, das heißt, ich empfehle ein sogenanntes Reframing, Reframing auf Deutsch Perspektivenwechsel, indem ich einfach mir selber die Frage stelle, wie würde ich jetzt entscheiden, würde ich jetzt verkaufen, ja oder nein, wenn ich dieses Wertpapier eben zum Kurs von 50 gekauft hätte, wenn ich dieses Wertpapier zum Kurs von 100 gekauft hätte. Ja, die Antwort muss in beiden Fällen die gleiche sein. Mhm. Ja, es ist egal, wie viel ich damals bezahlt habe. Und dritte Frage, die ich mir stelle, um das Ganze umzudrehen, würde ich dieses Wertpapier kaufen, wenn ich es jetzt nicht besäße? Und in Wirklichkeit müssen diese drei Antworten, die Antworten auf diese Fragen müssen einfach konsistent sein. Mhm. Ja, und wenn das nicht der Fall ist, dann weiß man, man hat ein Problem. Umgekehrt hilft Ihr Trick 3 auch, wenn ich eher dazu tendiere, Aktien gleich zu verkaufen, wenn ich Gewinne gemacht habe, kann ich mich natürlich auch fragen, würde ich nicht auch zu diesem Preis diese Aktie kaufen? Und wenn ich das tun würde, dann sollte ich es vielleicht nicht verkaufen, wenn ich keine bessere Alternative habe. Völlig richtig. Ja. Also das war auch dann meine dritte Frage, würde ich dieses Wertpapier kaufen, wenn ich es jetzt nicht besäße? Und wenn man möchte, können wir noch eine vierte Frage nachschießen, würde ich dieses Wertpapier kaufen, obwohl ich es jetzt besitze, dass ich sozusagen nachkaufe? Mhm. Und wie Sie richtig sagen, es macht irgendwie keinen Sinn, das Wertpapier zu verkaufen, wenn man es eigentlich neutral gesehen kaufen würde. Mhm. Ja? Mhm. Und das, was entscheidend ist für die Frage, ist einfach Kurs versus Fundamentalwert, per heute beides, und nicht heutiger Kurs versus Kurs, den ich damals bezahlt habe beim Kauf. Mhm. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen.
nochmal, Sie haben es auch angesprochen, man sollte nicht so viel auf den Kurs schielen, zu dem man es gekauft hat. Was würden Sie denn da dann empfehlen, wie oft man in sein Wertpapierportfolio schauen sollte? Man sollte es natürlich auch nicht verstauben lassen. Was ist denn da Ihr Tipp für den Portfolio-Check, wie oft man da reinschauen sollte? Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Ja. Ich habe mir das überlegt in den letzten Jahren und man spricht auch vom Monitoring, wie oft man sein Portfolio anschaut, beziehungsweise dann natürlich in der Folge auch umschichtet. Und da hat man einen gewissen Trade-off, ja, gewisse Vorteile und Nachteile. Wenn man oft monitort, also oft umschichtet, dann hat man eben den Vorteil, dass es natürlich schon passieren kann, dass wenn die Kurse schwanken, dass man dann auf einmal mit der sogenannten Ist-Asset-Allocation, das heißt mit der wirklichen, tatsächlichen Portfoliostruktur, dass man stark von der Ziel-Asset-Allocation abweicht. Mhm. Das ist natürlich nicht gut, weil die Ziel-Asset-Allocation, die hat ja ihren Grund, warum man sich die so ausgesucht hat. Ja, die ist angepasst an die Risikoeinstellung, an den Zeithorizont, den der Anleger oder die Anlegerin hat und solche Dinge. Mhm. Und insofern, wenn jetzt die Kursveränderungen am Kapitalmarkt da etwas verändert haben, da ist Asset Allocation, dann wäre eigentlich Zeit, dass man es wieder zurückbringt in Richtung Ziel Asset Allocation. Und diese Umschichtungen, die man dann macht, die haben ja sogar noch einen riesen Vorteil, nämlich, dass man tendenziell die Wertpapiere oder die Anlageklassen, die im Kurs gestiegen sind und die deswegen jetzt ein zu hohes Volumen haben relativ, dass man die verkauft und umgekehrt die Wertpapiere oder die Anlageklassen, die im Kurs gesunken sind, die haben jetzt ein zu niedriges Gewicht im Ist-Portfolio und die wird man eher kaufen. Mhm. Das heißt, in Summe kauft man dann bei solchen Umschichtungen billig und man verkauft zu einem hohen Kurs. Und das ist etwas, wo man noch zusätzlich profitiert von den irrationalen Übertreibungen, die man am Kapitalmarkt hat. Mhm. Besteht aber nicht auch die Gefahr dabei, dass man die Depotleichen im Depot lässt, die eigentlich auch keine Chance mehr haben, nach oben zu steigen? Ja, grundsätzlich natürlich schon, wobei ich sowieso kein Freund des Stockpickings bin. Das heißt, der Glaube, dass man sozusagen Unternehmen, die bankrott gehen, dass man die rechtzeitig ausfiltert, der ist eher gering bei mir verankert. Ich bin eher Freund der Diversifizierung. Das heißt, man muss auch damit rechnen, dass einzelne Unternehmen einfach sich schlecht entwickeln werden. Aber ich spreche jetzt eher von Fonds oder ETFs. Okay. Ja, dass man eben sagt, ich habe bestimmte ETFs, mit denen möchte ich meine Ziel-Asset-Allocation einhalten. Und das ist mir das Wichtigste. Okay, also keine so gefährlichen Papiere, die praktisch auch so keine Substanz hätten, wo das passieren könnte. Ja, ja. Mhm. Genau. Okay. Also das waren jetzt einmal die Vorteile für häufiges Monitoring. Wenn man zu oft monitort, dann hat das allerdings auch Nachteile. Mhm. Natürlich, häufiges Monitoring und häufige Umschichtungen bewirken natürlich, dass man dann höhere Transaktionskosten hat. Ja, das ist ja genau das Problem, dass auch die aktiven Fonds haben, tendenziell, dass sie sehr viel umschichten und deswegen sehr hohe Transaktionskosten haben. Das Zweite, was in die gleiche Richtung geht, sind natürlich nicht die Transaktionskosten, aber steuerliche Nachteile. Ja, mhm. Es kann passieren, je nachdem, in welchem Land man das macht, dass das Steuersystem so ausgerichtet ist, dass man dann durch häufigen Kauf und Verkauf auch steuerliche Nachteile hat. Das muss man sich anschauen. Natürlich muss man auch zugeben, ja, dass all das, was ich Ihnen erzähle über das Umschichten, das kostet natürlich auch viel Zeit für den einzelnen Anleger und die Anlegerin. Das muss man halt auch wissen, ist es einem das wert? Ja? Das heißt, der Zeitaufwand ist ein Gegenargument gegen zu häufiges Monitoring. Und dann haben wir natürlich noch ein Problem, nämlich die sogenannte myopische Verlustaversion. Da geht es in etwa um Folgendes. Der Mensch, habe ich Ihnen schon gesagt, ist verlustavers. Das heißt, er freut sich über Gewinne, aber er ärgert sich über Verluste. Und wenn wir von der gleichen Höhe ausgehen, dann ärgert er sich über Verluste in etwa doppelt so stark, wie über die gleich hohen Gewinne, wie er sich über die gleich hohen Gewinne freut. Mhm. Und das Problem, wenn wir jetzt theoretisch wöchentlich oder noch öfters unser Portfolio anschauen, wir werden oft Gewinne sehen, wir werden aber auch oft Verluste sehen. Und insgesamt fühlt sich der Mensch dann nicht gut, ja, weil die paar Gewinne, die er hat, tendenziell ihn weniger freuen als die paar Verluste, die er hat. Mhm. Und das führt dann tendenziell auch dazu, dass der Mensch eher sagt, er bleibt von Aktien weg, weil er schon so oft damit Geld verloren hat. Und wenn er damit Geld gewonnen hat, dann geht das ein bisschen unter aufgrund des Problems der Verlusterversion. Okay. Und myopische Verlusterversion heißt einfach, dass man zu oft das Portfolio evaluiert. Und da gibt es Studien, die zeigen, dass die Menschen deswegen zu wenig in Aktien gehen, weil sie eben das Portfolio
zu oft evaluieren und deswegen zu viel Angst vor Verlusten haben. Da sind wir bei meiner nächsten Frage, weil Anlage, das sollte man ja auch an das persönliche Risikoprofil anpassen. Aber jetzt haben wir die höhere Inflation und gleichzeitig die niedrigen Zinsen. Da muss man ja praktisch, wenn man den Vermögen auch nur erhalten will, muss man ja praktisch über seinen Schatten springen und mehr Risiko eingehen, als man eigentlich möchte, laut Risikoprofil. Wie kann man da seine Risikofreude erhöhen oder sollte man das oder muss man das überhaupt? Also das Entscheidende ist, glaube ich, dass man einfach Aktien kaufen sollte mit einem guten Gefühl. Ja, yeah. Wenn Sie sich zwingen müssen, Aktien zu kaufen, dann wird das nichts werden wahrscheinlich. Dann werden Sie das nicht machen oder auch nicht langfristig machen. Aber das ist gar nicht so schwierig. Ja. Es gibt einige wissenschaftlich belegte Phänomene. Wenn man sich die vor Augen führt, dann kommt man selber zu dem Schluss, dass es am sinnvollsten ist, Aktien zu kaufen. Nicht 100% des Portfolios, aber ein gewisser Prozentsatz. Das erste Phänomen, das mir einfällt, ist das sogenannte Equity Premium Puzzle. Das Equity Premium Puzzle, das besagt Folgendes: Aktien bringen relativ hohe Risikoprämien, und zwar höhere Prämien, als eigentlich durch das normale Maß an Risikoaversion der Menschen gerechtfertigt ist. Ja, man weiß in etwa, wie stark sind die Menschen risikoavers, und wenn man das umrechnet in eine Risikoprämie, kommt man drauf, dass die Menschen viel weniger Risikoprämie brauchen würden, als sie eigentlich am Aktienmarkt bekommen. Der Mensch wird für das Eingehen von Risiko auf dem Aktienmarkt stärker belohnt, als eigentlich für die Risikoversion angemessen wäre, was schon einmal gut ist. Ja. Also es gibt ein Buch, das nennt sich Triumph of the Optimists, ja. Also auf Deutsch Triumph der Optimisten. Und das zeigt, dass man in der Vergangenheit mit Aktien im Durchschnitt 6% pro Jahr mehr Rendite erwirtschaftet hat als mit kurzfristigen Staatsanleihen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum ist das so? Und ein kleiner Teil ist natürlich die Risikoprämie, die man verdient mit Aktien. Aber es gibt eben Literatur, die sagt, da kommt noch sehr viel Irrationalität auch noch dazu, dass die Menschen einfach zu wenig in Aktien investieren und viel lieber Lotto spielen zum Beispiel, ja, aufgrund von Schiefepräferenz und solchen Dingen. Und deswegen sind Aktien tendenziell günstig bewertet. Und wenn man jetzt in Aktien geht, dann bekommt man eben ein sogenanntes psychologisches Körperlgeld. Ja, das heißt, man bekommt mehr, als man eigentlich brauchen würde, um dieses Risiko auf sich zu nehmen. Wenn man das weiß, wenn man das versteht, dann sagt man, okay, dieses psychologische Körperlgeld, das möchte ich auch kassieren. Ja, da möchte ich nicht drauf verzichten. Wenn man jetzt die Erkenntnisse von Ihnen hat, wie kann man denn dann von den Fehlern der anderen profitieren mit dem Wissen? Ja, ich weiß aus meinen Vorträgen in der Praxis, dass viele Menschen den Wunsch haben, von den Fehlern der anderen zu profitieren. Aber ich warne immer davor in meinen Vorträgen, weil das sehr oft auch und sehr schnell in Richtung Selbstüberschätzung geht. Mhm. Ja, so nach dem Motto, die psychologischen Fehler machen die anderen und ich muss nur noch davon profitieren und die Hand aufhalten. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich glaube, oft wäre es schon ein Fortschritt, wenn man sich selbst bemüht, seine eigenen Fehler zu vermeiden. Auch deswegen, weil es einfach so viele mögliche Fehler gibt. Und insofern ist ein sehr unspektakulärer Tipp von mir ist dann immer, man sollte eben eine Ziel-Asset Allocation sich überlegen und man sollte halt sich bemühen, möglichst rational zu entscheiden. Ja. Ja. Ein paar Tricks gibt es trotzdem noch, die ich den Leuten dann sagen würde. Das eine ist, es gibt das Phänomen der irrationalen Übertreibung in beide Richtungen. Das heißt, es bauen sich immer wieder Blasen auf, das heißt Überbewertungen. Es gibt dann oft auch Crashes, so wie im März 2020 bei Corona. Mhm. Und davon kann man recht gut profitieren durch eine sogenannte Cost-Averaging-Strategie. Da gibt es einen wissenschaftlichen Aufsatz aus dem Jahr 2005, der zeigt, dass eben durch Cost-Averaging aufgrund dieser irrationalen Übertreibungen, dass man da recht gut damit fährt. Warum? Wenn wir uns vorstellen, dass die Herde der Anleger und der Anlegerinnen den Kurs einfach ungerechtfertigt nach oben getrieben hat, das heißt sozusagen eine Blase gebildet hat, dann kauft man, ja, also Cost Averaging bedeutet, man kauft in regelmäßigen Abständen um denselben Geldbetrag. Mhm. Ja, so wie beim Sparplan. Ein bestimmtes Asset um denselben Geldbetrag und ich verwende da eher ein breit diversifiziertes Asset, ja, also ein ETF, der gleich auf den gesamten Weltmarkt geht zum Beispiel. Und wenn man das jetzt macht und man ist in einer Blase, man hat eine Übertreibung, was man ja meistens von außen nicht so gut sieht als Kleinanleger, aber trotzdem hat man dadurch schon gewährleistet, dass man relativ wenig Stücke kauft, ja, durch den fixen Geldbetrag. Und umgekehrt, wenn wir jetzt irgendwie eine Crash-Situation haben oder eben
die Herde der Anleger und Anlegerinnen hat den Kurs einfach unter den Fundamentalwert getrieben, dann kauft man automatisch, ohne es zu merken, kauft man mehr Stücke. Ja, weil man eben diesen Geldbetrag dividiert durch den niedrigen Kurs. Mhm. Und wenn man das jetzt insgesamt betrachtet, heißt es, dass man in der Blase, in der Überbewertung relativ wenige Stücke kauft und in der Unterbewertung, im Crash, relativ viele Stücke. Mhm. Und das ist eigentlich das, was man möchte. Man möchte billig kaufen und teuer verkaufen. Und das Schöne ist, man hat nicht das Problem, dass man sich jetzt lange überlegt, soll ich jetzt viel investieren oder wenig, sondern das ist eine regelbasierte Strategie, das heißt, da gibt es nicht viel zum Überlegen. Wenn man sagt, alle 3 Monate investiere ich 2000 Euro in ein bestimmtes Asset, dann wird das gemacht und man braucht nicht irgendwelche Regret-Befürchtungen haben, dass es vielleicht der falsche Zeitpunkt ist, sondern das ist einfach Teil der Strategie. Und meine Erfahrung ist, dass die Menschen auch deswegen nicht investieren, weil sie eben Angst haben, dass sie im falschen Zeitpunkt oder ins falsche Wertpapier investieren. Und wenn man das einmal wegbekommt und sagt, okay, das ist die Regel, mit der Regel muss ich investieren, dann funktioniert das relativ gut und dann hält man auch die Leute im Aktienmarkt. Und die Strategie ist auch eine, die langfristig gut funktioniert, aus den Gründen, die ich Ihnen gesagt habe. Und wie gesagt, das ist sogar wissenschaftlich untersucht im Jahr 2005. Aber das widerspricht dann auch der Börsenweisheit, the trend is your friend, weil dann handle ich damit ja ein bisschen gegen den Trend, weil ich immer einkaufe, auch wenn es gecrasht hat. Ja, genau. Also ich bin kein Freund von den Börsenweisheiten. Die Börsenweisheiten haben den Vorteil, dass sie für Anleger bzw. Anlegerinnen sehr plakativ sind. Ja. Und es gibt die sogenannte Verfügbarkeitsheuristik, die besagt, dass solche plakativen Dinge einfach lang im Gedächtnis bleiben. Das ist schon einmal gut. Mhm. Aber Voraussetzung ist natürlich, dass sie auch die richtigen Inhalte wiedergeben. Ja, nur dann stiften sie wirklich Nutzen. Und wie Sie richtig gesagt haben, die Aussage, the trend is your friend, die halte ich eher für gefährlich, weil es eben das Phänomen der irrationalen Übertreibungen gibt. Mhm. Ja, mitsamt der Long-Term Mean Reversion. Das heißt, dass die Blasen irgendwann einmal wieder auch platzen. Das heißt, der Trend schlägt dann einfach um in die andere Richtung. Und umgekehrt, wie wir gesehen haben im März 2020 oder danach, dass Crashes dann auch sehr schnell von sehr tollen Recoveries, von tollen Erholungen gefolgt werden. Mhm. Ja. Also auch da hat der Trend umgeschlagen. Und es zeigt sich, dass vor allem Kleinanleger und Kleinanlegerinnen, dass die sehr anfällig dafür sind, dass sie diesen Trends folgen, ja, dass sie dabei viel Geld verlieren. Also es gibt auch wieder eine Untersuchung, die zeigt, dass während der globalen Finanzkrise 2007 bis 2009 die Kursverluste fortgeschrieben worden sind und deswegen die Anleger genau am Höhepunkt der Krise, also zum schlechtestmöglichen Kurs, ihre Aktien verkauft haben. Im März 2009 dann? Ja, ungefähr da, genau. Und im Nachhinein haben sich natürlich die Leute geärgert, ja, wie die Kurse wieder gestiegen sind. Hat man eigentlich nicht auch das Bedürfnis als Behavioral Finance Theoretiker, dass man Emotionen generell aus der Veranlagung heraushält? Ist das überhaupt möglich oder sollte man das überhaupt? Naja, also man sollte natürlich schon versuchen, Emotionen aus der Veranlagung herauszuhalten. Mhm. Das heißt, ich empfehle wirklich, dass man sich bemüht, Finanzentscheidungen möglichst rational zu treffen, weil es geht immerhin um viel Geld meistens. Ja. Und sonst ist die Gefahr groß, dass man Entscheidungen trifft, die einfach einen teuer zu stehen kommen. Man kann sich das nur vorstellen anhand der beiden Emotionen Gier und Angst. Ich gebe aber zu, dass es recht schwierig ist, dass man diese psychologischen Fehler vermeidet. Man muss sich wirklich bemühen, weil diese Fehler, über die ich auch in meinen Büchern schreibe zum Beispiel, in unserem Gehirn sehr stark verankert sind. Mhm. Auch da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, die das zeigen, dass man, selbst wenn man das weiß, es nur sehr schwer wegbekommt. Das heißt, wir haben einen ständigen Kampf, dass wir uns versuchen müssen, von diesen Fehlern fernzuhalten und versuchen, diese Fehler zu vermeiden, weil es uns immer wieder dorthin zieht. Man kann vielleicht ein bisschen getröstet sein als Privatanleger, dass Unternehmen ähnliche Fehler bei der Finanzierung, bei der betrieblichen machen. Sie haben ja ein neues Buch rausgebracht, Behavioral Corporate Finance, das sich mit den Grenzen der Rationalität in der betrieblichen Finanzierung beschäftigt. Was läuft denn bei der Unternehmensfinanzierung irrational? Sind es dieselben Dinge, die der Privatanleger so quält? Naja, ich würde sagen, Irrationalität kommt praktisch auf allen Gebieten der Unternehmensfinanzierung vor. Mhm. Und in meinem Buch untersuche ich unter anderem auch den Einfluss von psychologischen Fehlern auf Fragen der betrieblichen Finanzierung. Das heißt, die psychologischen Fehler, die ich mir anschaue, das sind zum Beispiel Overconfidence, Herdenverhalten, Verlustaversion,
und viele andere mehr. Also wir haben da die gleichen Fehler, über die wir schon vorhin auch gesprochen haben, auf Anlegerseite, aber halt jetzt zum Teil auf Anlegerseite und zum Teil auf Managerseite. Mhm. Ich schaue mir dann im Buch an, den Einfluss auf Investitionsentscheidungen, also ob eine Maschine gekauft wird zum Beispiel, den Einfluss auf Kapitalstrukturentscheidungen, ob man eher Eigen- oder Fremdkapital aufnimmt, den Einfluss auf die Dividendenpolitik, zahlt man höhere oder niedrigere Dividende, den Einfluss auf Wertpapieremissionen, Aktienrückkäufe oder Börsengänge oder Fusionen. Mhm. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen ein bisschen was über die Struktur von dem Buch erzählen. Was ja, erzählen Sie kurz. Ja. Also Band 1, das sind aber die ersten vier Kapitel, ist eher ein finanzwirtschaftliches Lehrbuch. Und da schaue ich mir verschiedene Modelle der Standard Finance an und analysiere, wie Anleger bzw. Manager Entscheidungen treffen sollten. Mhm. Und dann schaue ich mir aber auch an, aufgrund von Interviews mit Managern und Managerinnen, wie in der Praxis Entscheidungen wirklich getroffen werden. Und da erkennt man mal, dass das oft nicht zusammenpasst. Mhm. Das heißt, die Manager und Managerinnen halten sich offenbar nicht an die Standard Finance Modelle. Und in Band 2 geht es jetzt darum, aufgrund von welchen psychologischen Fehlern und Effekten kann man dieses Auseinanderklaffen erklären. Mhm. Und im Kapitel 5 schaue ich mir mal die ganzen psychologischen Fehler an, anhand von Beispielen bei Alltagsentscheidungen, aber auch bei Geldanlageentscheidungen. Und im Kapitel 6 und 7 zeige ich dann, welchen Einfluss diese psychologischen Fehler auf die verschiedenen betrieblichen Finanzentscheidungen haben. Also da kann man als Privatanleger durchaus auch viel mitnehmen. Gerade weil Sie Band 1 angesprochen sind, ist das vielleicht auch ein Tipp an die Privatanleger, dass man sich seine Ziele festschreiben sollte, sei es digital oder auf dem Blatt Papier, dass man die auch immer vor Augen hält und sich auch daran wieder misst. Das ist ein Trick, der recht hilfreich ist, nämlich sich eben Strategien schriftlich zu notieren, weil das Problem, das wir in der Praxis oft haben, ist, dass die Menschen zeitinkonsistent handeln. Das heißt, man kauft einmal irgendein Wertpapier und sagt, naja, wenn ich einen Kursgewinn von 25% habe, dann wäre ich schon zufrieden. Und dann hat man einen Kursgewinn von 25%, dann fängt man an zum Extrapolieren und sagt, eigentlich wären 35% noch schöner und 45% noch schöner. Und dann bleibt man drin und irgendwann einmal kommt man drauf, es wäre gescheiter gewesen, früher auszusteigen. Und das nennt man zeitliche Inkonsistenz, dass man das, was man am Anfang wollte, man am Schluss dann nicht implementiert. Vor allem bei Verkaufsentscheidungen ist das schwierig. Wenn man sich das schriftlich notiert, dann ist es sozusagen aus psychologischer Sicht, ist es ein Vertrag mit dem zukünftigen Ich. Mhm. Ja, weil das zukünftige Ich schaut sich den Zettel dann an und sagt, eigentlich war ja meine Strategie, bei plus 25% zu verkaufen und es gibt nicht wirklich einen Grund, warum ich jetzt mich nicht an meine ursprüngliche Strategie halten sollte. Und dann ist die Chance höher, dass man dann wirklich seine ursprüngliche Strategie auch umsetzt und nicht im Trubel und im Zeitablauf dann abweicht von dem, was man eigentlich wollte. Dass sozusagen das zukünftige Ich die Strategie vom ursprünglichen Ich dann wieder reversiert. Arbeiten Sie derzeit an einem bestimmten Paper oder Buch, das Sie uns noch verraten möchten? Es gibt schon ein paar Sachen, die interessant sind, wahrscheinlich für Ihre Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja. Das eine ist meine Serie im Top-Gewinn über verschiedene psychologische Anlegerfehler. Und die Serie geht auch heuer weiter, weil es einfach so viele Anlegerfehler gibt, die ich in der Serie bisher noch nicht beschrieben habe, obwohl die schon seit 2018 geht. Ich kann mir auch vorstellen, dass manche Videos auf meinem YouTube-Kanal für Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer interessant sind. Zum Beispiel habe ich auf den Gewinnmessen im Jahr 2020 und 2021 Vorträge gehalten. Mhm. Einer war über Overconfidence, einer war über, wie sollte man im Crash investieren, unter psychologischen Gesichtspunkten. Und ich plane, dass ich in den nächsten Wochen oder Monaten, dass ich diese Videos dann auch online stelle auf meinem YouTube-Kanal. Mhm. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich in den nächsten Jahren auch noch ein Buch auf dem Gebiet Behavioral Finance schreibe. Vielleicht sagen Sie noch kurz, wie Ihr YouTube-Kanal heißt. Ich werde es auch in den Shownotes verlinken natürlich, aber vielleicht können Sie den noch kurz nennen. Ich empfehle, also auf jeden Fall einmal auf YouTube suchen, Manfred Frühwirt. Ja. Da findet man ihn. Ja. Und wenn man ihn dann noch nicht findet, dann könnte man noch suchen, unter Anführungszeichen, Streams of Finance. Gut, danke schön. Es war sehr spannend. Dankeschön. Ja, danke, hat mir Spaß gemacht. Wiederhören. Wiederhören.
Über aktuelle Börsenaufreger und Ereignisse berichtet Werktag für Werktag übrigens die kleine Podcast-Schwester der Geldmeisterin, die Börsenminute. Überall, wo es Podcasts gibt, auf YouTube, Facebook, LinkedIn, Xing und auch auf www.geldmeisterin.com. Eine erfolgreiche Anlagewoche wünscht euch die Geldmeisterin und Julia Kistner. Und am Schluss noch der Disclaimer. An dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis, dass die Inhalte dieses Podcasts, der Videos und der Webseite geldmeisterin.com ausschließlich der allgemeinen Information dienen und die ganz persönliche Meinung der Geldmeisterin und von Julia sind. Es handelt sich keinesfalls um Investmentempfehlungen, Rechts- oder Anlageberatungen. Das Gesagte, Geschriebene und Dargestellte kann und soll auch nicht das persönliche Gespräch mit deiner Finanzberaterin ersetzen. Auch sind weder die Geldmeisterin noch Julia Kistner informiert darüber, wie es mit deiner Vermögenssituation ausschaut, deinen Bedürfnissen, familiären Umständen, deinem Finanzwissen, die Risikoneigung oder deinen Anlagehorizont. Anlegen erfolgt daher auf eigene Gefahr. Die Geldmeisterin und Julia Kistner haften nicht für Anlageentscheidungen, die aufgrund ihrer Medienbeiträge getroffen werden. Kurzum, für die Geldmeisterin und Julia Kistner war es immer ein Vergnügen, dich bei deinem Vermögensaufbau zu inspirieren. Auf deinen eigenen, persönlich richtigen Geldesel musst du schon selbst setzen. Viel Erfolg!